So, moin Leute. Mal wieder ein neues Video. Ich begrüße euch dazu. Mal ein Kochvideo machen, ne? Habe ich langsam so ein bisschen, ja, Spaß dran gefunden, auch mal Essensvideos zu zeigen. Ich habe mir heute gedacht, eigentlich ist es ein typisches Sonntagsessen. Aber was man Sonntag essen kann, kann man auch unter der Woche essen, ne? Ja, genau. Heute hatte ich vor, Thüringer Klöße. Natürlich, selbst gemacht ist natürlich besser, ich weiß. Aber ich kaufe mal hier, die hier, Thüringer Art. Halb und halb, die sind auch, also ich mag die ganz gerne, genau. Da gibt es dann noch, röst sich dann in der Pfanne noch Semmelbrösel an, beziehungsweise Toastbrot. Schneide ich in Würfel. Also schön klein schneiden, dass ich ungefähr solche Würfel kriege. Ja, und die werden dann in Butter angeröstet, dann werden die in die Klöße rein und dann werden die schön geformt. Genau. Rindergulasch haben wir geholt. Dann richte ich euch mal hier auf Dings aus. Moment, ich muss mal hier das Display. So. Genau. Also, was rankommt, definitiv 2 rote Zwiebeln, eine rote Paprika, eine gelbe Paprika, genau, dann hier Bio-Rinder-Gulasch, eine Packung, reicht. Dann kommt dran, wie immer, ne, bisschen Tomatenmark dann mit anrösten. Dann kommt dran, ganz wichtig, Lorbeerblätter. Auch ganz wichtig für den Geschmack, eine gute Portion Senf, Salz, ich habe mal hier dieses Steinsalz geholt, mal gucken wie das ist, rosa Steinsalz, genau, in der Mühle, so, das kommt dran, dann natürlich Pfeffer, bunten Pfeffer, dann wird abgelöscht mit Rotwein und ich mache immer noch ein bisschen Dingens ran. Sahne. Ich habe leider keine Kochsahne gefunden, deswegen habe ich normale Sahne genommen. Genau. Ja, und dann mal gucken. Dann würde ich sagen, ich schnippel mal alles soweit. Und dann hole ich euch wieder dazu, wenn ich die ganze Schose anbrutze. Okay, bis gleich. So, willkommen zurück zum nächsten Teil oder zum nächsten Part. Jetzt wird Paprika geschnippelt. Klein schneiden. Haben wir auch schon mal schärfer das Messer. Ja. Ich lasse das immer ganz gerne ein bisschen gröber, den Paprika. Ich finde, das mag ich ganz gerne, wenn man da größere Stücke mal drin hat. Weil wir sind ja alles keine Profiköche. Da muss das nicht alles, jedes Würfelchen exakt die gleichen Seitenlängen haben. Also wenn das ein bisschen gröber ist, dann macht das gar nichts. Es kocht ja dann eh eine Weile. Und dann ist das schon gut.
So, haben wir gleich die Paprika geschnibbelt. So ein gelernter Koch wäre schon durch, aber ich bin ja nun kein gelernter Koch. Von daher, nein, bin ich nicht, Schatzi. Aber nichtsdestotrotz, an meinem Essen ist noch keiner verendet. Also meine Frau sagt zumindest immer zu mir, dass es schmeckt. Ob sie dann natürlich die Wahrheit sagt, das kann ich natürlich nicht sagen, oder Schatzi? Ja, ich sag die Wahrheit. Sie sagt die Wahrheit, ja. So, schön die Zwiebel. Braucht man auch gar nicht bei Gulasch so klein machen. Das kann ruhig ein bisschen gröber sein. So, genau. Wobei, eine Zwiebel nehme ich noch, weil die sind doch sehr klein. Da würde ich sagen, da mache ich noch, ihr seht, die sind ziemlich klein. Die werde ich jetzt noch verwenden, die beiden. Zwiebel gibt Geschmack. Also ich liebe Zwiebel, vor allem, ich mag das sehr gerne, diese roten Zwiebeln. Die geben wirklich einen exzellenten Geschmack. Die sind ein bisschen milder und sind wirklich lecker. Ach, so eine kleine Pipi-Zwiebeln, ey, das nervt mich, ne? Wenn das so klein ist und dann lassen die sich auch manchmal so scheiße schälen. Na, ja. Fall halt runter. So. Also es wird ein bisschen längeres Video. Kennt ihr ja von mir. Aber das stresst mich gar nicht. Wer es mag, guckt sich bis zum Ende an. Wer nicht, der nicht. Ne? Genau. So. Bisschen Licht machen hier. Ja, wir waren ja heute in der Stadt unterwegs. Wir haben uns beim Bäcker hingesetzt. Bei uns haben sie bei Marktkauf ist eine Bäckerei drin. Dahlmeiers. Da, ja, der Kaffee ist okay, den man da trinken kann. Da haben sie aktuell ein Angebot. Da kostet eine Tasse Kaffee, kostet 1 Euro. Und belegte Brötchen haben sie auch. Hier so ein halbes belegtes Brötchen für 1 Euro. Ja, und das haben wir uns mal wieder gegönnt, ne? Muss man auch mal machen. Weil heute kommt der Kleine später aus der Schule. Der hat ja immer Dienstag und Mittwoch hat er immer Nachmittagsbetreuung. Und da ist er immer ein bisschen länger unterwegs. Und da haben wir als Eltern halt auch mal eine Auszeit. Tut ja auch ganz gut, wenn du ein Kind hast, was eine Behinderung hat. Ist halt schon sehr, ja, ich sag mal, sehr fordernd, ne? Ja, und da tut es immer gut, wenn man mal so wenigstens 2 Stunden in der Woche mal so eine Auszeit hat. Genau. Und ja. So, muss ich noch was schnippeln. Mal gucken, wie groß der... Ja, das geht. Gut. Okay, dann kann das weg. So. Ein bisschen Öl. Ich nehme mal das hier. Sonnenblumenöl. Genau. So. Dann mache ich hier ein bisschen Öl rein. So. Und dann stelle ich euch gleich noch ein bisschen näher ran. Ihr seht es, rote und gelbe Paprika. Schön gewürfelt. Das passt. So. Das mal zur Seite. So. Dann machen wir das gleich in den Müll. Was weg ist, ist weg.
So. So. Super. Tada. So, dann tue ich euch ein bisschen näher ran. Na, sagt mal, was ist denn jetzt hier? So, jetzt. Ach, Minga ist auch hier. Seht ihr? Minga, hast du uns besucht? Oh, die hat nichts mehr zu saufen drin. Dann mache ich ihr mal frisches Wasser rein. Na, Minga? Frisches Wasser, ne? Ja. Komm, lecker Wasser. Komm hier. Minga, hier. Ja, so. Ja, frisches Wasser muss sein, ne? Na, kein Durst? Guck mal, Minga, hier. Komm mal hier. Komm mal hier. Na, komm mal hier. Will sie nicht. Ja, wie gesagt, jetzt röste ich die Zwiebeln an. Schön, dass die schön Farbe kriegen. Wie gesagt, ich nehme immer ganz gerne hier so ein Rotwein, ne? Nämlich, ich habe diesmal einen Dornfelder genommen. Der geht immer ganz gut zum Fleisch. Ne? Passt Rotwein ganz gut. Kriegt man eine schöne kräftige Soße hin. Hatten sie auch gehabt bei Kaufland. Mal gucken, wie der ist. Ich zeige euch das mal. Haben die Kirschwein gehabt. Der hat nicht so viel Prozent, ihr seht's, hier, 8,5%. Wo kommt der denn her? Dieser feine Fruchtwein aus bestem Kirschsaft wurde mit viel Liebe in unserer Kellerei in Kaltenburg hergestellt. Na da, Kaltenburg. Ja, bin mal gespannt, wie der schmeckt. Also ich lagere den ganz gerne im Kühlschrank. Da haben wir extra so eine Halterung drin, also das sind wie so aus Metall, wie so Körbchen. Und ja, ich sollte mal den Herd anmachen. Fängt hier schon gut an. So. Und bin mal gespannt, wie der schmeckt. Ja, so Fruchtwein ist ja auch manchmal ganz lecker, ne? Ja. Meine Oma hat früher immer Schlehenwein gemacht. Der war ganz gut gewesen. Und wenn der lange stand, war der fast wie Likör. Also der war echt gut, der Schlehenwein von meiner Oma früher, nicht übel. Ja. Was war das denn? Ach, das Ding, Türteil da. Ach so. Dachte schon, ist irgendwas zu Bruch gegangen. Ja, wie gesagt, also sonst früher habe ich mich immer hingestellt und habe die Thüringer Klöße selber gemacht, aber ich finde die hier von Henglein, die sind wirklich gut. Also ich mag die. Genau. Ach, seht ihr, was ich vergessen habe? Toastbrot schnibbeln. Toastbrot schnibbeln. Das muss ja auch noch angeröstet werden dann. Ja, ich nehme da immer so gut, ja, was sind das jetzt, 2, 4, 6 Scheiben, das würfel ich und wenn was übrig bleibt, das ist nicht schlimm, was nicht mehr in die Hüts reinpasst, das kann man dann sich oben drüber streuen, wie Gratins, ne? Genau. So. Schnibbel ich das mal schnell. Out of the can. So. Dann brauche ich ein Schüsselchen. Das geht ja alles recht schnell mit der Schnibbelei. So, einmal.
So. Sehr gut. Seht ihr? Schöne kleine Würfel. Das wird dann später angeröstet, wie gesagt, in Butter. Eine Pfanne viel Butter rein und dann schön anrösten. Das schmeckt richtig gut, wenn man das in die Hüts reinmacht. Also bei uns in Thüringen, ne, sagt man halt nicht Klöße, das sagt man halt Hütes. Thüringer Hütes. Ist halt so Traditionsessen auch. Hüts und Rouladen dazu oder ja, Gulasch oder sowas, ne, so Wildgulasch passt da gut dazu mit Rotkohl. Genau, Preiselbeeren vielleicht noch dazu oder Pferderouladen ist auch sehr lecker, habe ich früher auch oft gemacht, Pferderouladen. Habe ich immer bei uns auf dem Markt geholt. Die waren teilweise günstiger wie Rinderrouladen. Also verrückt, ne? Ja. Oder wie gesagt, Rinderrouladen auch richtig lecker. Ja, Klöße geht immer, also Hüts, ne? Das ist schon eine leckere Speise, sag ich mal. Und da werden das, wird das wie gesagt schön angebrutzelt. Genau, ich gebe dann meist noch ein bisschen Butter mit dran. Wenn ihr nur Butter nehmt und damit scharf anbratet, die verbrennt euch. Aber wenn ihr Öl und Butter gemischt nehmt, dann klappt das wunderbar. So, ihr seht, gutes Stück Butter. Also für Veganer ist das nichts, ne? Aber ja. Also hin und wieder mag ich das schon gerne, Fleisch essen. Ne? Nicht mehr so in den Mengen wie früher. Früher habe ich sehr, sehr viel Fleisch gegessen. Also da habe ich irgendwie jeden Tag Schnitzel, Currywurst, Bockwurst und ach, keine Ahnung, Rouladen und Gulasch und ach, keine Ahnung, jegliche Form von Fleisch gar oder Hackbraten, Hackfleischsoße. Ich habe früher jeden Tag Mittag habe ich Fleisch gegessen. Also das war teilweise schon echt krass, ne? Ich meine, wir essen jetzt auch noch gut Fleisch, ne, aber weitaus nicht mehr die Mengen wie früher. Ja, muss ich auch nicht mehr haben. Hin und wieder mal so eine Gemüsesuppe oder wie letztens, ne, hier diese, wo ich euch in den Community-Tab das Bild gepostet habe von der Kürbiscremesuppe. Das hat ja meine Frau gekocht. Ja, da ist halt alles Mögliche dran. Hier Gemüse, ne? Karotten sind da noch mit dran gewesen. Und so ein Hokkaido-Kürbis, der hat ungefähr, naja, was hat denn der gehabt? Ach, ich zeige vor der Kamera vielleicht so die Größe. Ne? Ja, normale Hokkaido-Kürbisgröße. Ne? So, und das dann halt mit dem Pürierstab schön püriert. Ne? Das ist schon lecker. Franz würde natürlich sagen, Gemüse, Fleisch ist mein Gemüse. Ja, aber es ist Geschmackssache, ne? Es ist wirklich Geschmackssache. Früher machte ich dann also normalen Kürbis, den du hier so bei uns kennst, ne? So bei uns hier im Garten, diese normalen Kürbisse, ne? Früher, vor 30, 40 Jahren, da gab es ja so das noch nicht so in dem Ausmaße mit Hokkaido-Kürbis und Butternuss-Kürbis, ist auch lecker. Und, ne? Aber den Kürbis mag ich halt nicht, ne? Die halt so groß werden auch. Aber Hokkaido, der ist wirklich lecker. Also mag ich ganz gern. Ich weiß, den kann man normalerweise mit Schale essen. Ne? Die Hokkaido-Schale, die ist ziemlich, ja, die ist nicht so holzig. Aber ich mag das halt nicht so. Ne? Also es gibt auch Leute, die essen Kartoffeln mit Schale. Aber ich mag das halt nicht so. Ne? Soll ja auch schmecken. Soll ja nicht nur gesund sein, es soll ja auch schmecken. So langsam wird das. Toll. Wie gesagt, Zwiebeln immer gut anrösten. Normalerweise mache ich solche Geschichten gerne im Bräter, aber wir hatten so einen ganz alten Bräter gehabt mit Emaille-Schicht und die ist schon abgeplatzt und der war echt nicht mehr gut. Das Ding ist ja schon uralt gewesen. Und wir müssen mal gucken, wir müssen uns irgendwann mal
einen Bräter besorgen. Vor allem, was hier schlecht ist bei dem Herd, ihr seht es, das ist ja eine Doppelkreiszone, aber der Herd ist jetzt mittlerweile über 20 Jahre alt. Ja, und da hat vor ungefähr ein Dreivierteljahr oder ein Jahr hat der innere Kreis aufgegeben, da ist die Heizspirale innen drin kaputt gegangen und da hatte ich hier bei uns in der Werkstatt angerufen, was sowas kosten würde. Und da haben die halt gefragt, wie alt der ungefähr ist und was das vom Hersteller ist. Und da haben die auch gesagt, nee, das, man könnte es reparieren, aber das übersteigt die Kosten von einer Neuanschaffung. Ne? Naja, ist halt so. Ne? Aber dafür, dass der schon so alt ist, dann macht er immer noch gute Dienste. Ne? Ich habe den damals relativ günstig, habe ich das von jemandem abgekauft. Der war mal richtig teuer, der Herd. Und da war aber die Umluft kaputt. Und da habe ich das relativ günstig, wie gesagt, von jemandem abgekauft. Die haben sich dann einen neuen geholt. Und ich sage, na gut, auf Umluft kann ich verzichten. Er meinte, ja, willst du den haben? Ne? 80 Euro. Ist allerdings die Umluft kaputt. Sag, ja, ist nicht so schlimm, ne? Weil ich brauche nicht unbedingt Umluft. Ja, es ist schön, wenn man es hat, aber es ist jetzt auch kein Muss. Ne? Früher gab es auch keine Umluft. Ich meine, wenn ich Kuchen backe oder so, ne? Oder sonst was, da schiebe ich ja nicht 3-4 Bleche mit Eimer rein. Ne? Das ist bei Umluft halt das Gute. Aber ansonsten, Umluft brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ne? Schön ist, wie gesagt, wenn man es hat, aber wenn man es nicht hat, ist es auch kein Weltuntergang. Genau. Seht ihr, die Zwiebeln werden schon langsam schön. Ich muss mal kurz den Zucker holen. So, ich mache da immer ganz gerne immer mal einen Löffelchen Zucker mit dran. Denn wie gesagt, das karamellisiert dann beim Anbrutzeln. Und ich finde, das gibt immer einen tollen Geschmack. So, wird das mit angeröstet hier. Sehr schön, sieht schon gut aus. So, jetzt kommt das Fleisch rein. Ja, zack. Jetzt wird das noch richtig schön scharf angebraten. Na ja, gut, ein bisschen kleiner hätte ich das schnippeln können, die Würfel, aber naja. Das ist jetzt ein bisschen lauter. Aber leise kochen geht leider nicht. So, dann kommt da gleich ein bisschen Pfeffer drüber. Das röste ich ganz gerne mit an. Ja, schöne Portion Pfeffer. Genau. Dann kommt auf jeden Fall mit ran Paprika. Also hier edelsüß, ne? Paprikapulver. Ich finde, Gulasch, an einem guten Gulasch muss einfach Paprika. Was ich auch immer ganz gerne verwendet habe, manchmal ist Räucherpaprika, dieses Räucherpaprikapulver. Das ist sehr lecker, da eine kleine Prise mit dran machen. Darf man nicht zu viel verwenden, weil das sehr intensiv ist. Aber ja, also wie gesagt, kommt jetzt ja, passt. Aber wenn ihr das riechen könntet, wie das schon riecht, ne? Lecker, lecker, lecker. Ich hoffe, Franz, wenn du das Essen siehst, ich weiß, du bist gelernter Koch. Weiß nicht, was du ein gelernter Koch dazu sagst, wie ich das hier so mache. Aber ich denke mal, bis auf die Zwiebeln und den Paprika ist da nicht groß Gemüse dran.
denke mal, für dich müsste das okay sein. Aber ich finde, Paprika, man kann auch noch Karotten ranmachen, das schmeckt auch sehr lecker, finde ich zumindest. Ihr seht schon, wie dunkel das schon ist, ne? Wie schön dunkel. Das sieht jetzt schon gut aus. So, machen wir gleich ein bisschen Salz dran. Ja, ist mal nicht zu viel. Nachwürzen kann man immer noch. Genau. Dann brauche ich später noch. Ja, mach da mal zwei Lorbeerblätter. Oder die sind sehr klein. Dann machen wir noch ein drittes dran. Genau. Also ihr seht das schon, was das hier unten zu braten ist. Ansetzt. Seht ihr? So muss das sein. Das gibt eine dunkle Soße. Ich verstehe es immer nicht, warum viele diese Fertigpäckchen, diese Fertigsoßenpäckchen nehmen. Ihr kennt die ja sicher. Ich finde das so schlimm. Damit versaut ihr euch das ganze Fleisch, weil wenn ich das gut anbrate, scharf anbrate, kriege ich automatisch eine dunkle Soße. Und wenn ich das dann noch mit Rotwein ablösche dann zum Schluss, dann sieht das richtig gut aus. So, jetzt kommt, wie gesagt, ein bisschen Tomatenmark. Ja, das ist gut eingehäufter Esslöffel. Das passt. Ja, das kommt auch zur Seite. Jetzt wird das schön mit angetragen. Genau, so wird ein Schuh draus. So, und jetzt wird abgelöst in kleinen Schritten, ganz wichtig, in kleinen Schritten. So, ich mache das wie gesagt, ich mache das in kleinen Schritten. Ich gieße erst ein bisschen an, so, das wird einreduziert, bis das fast verkocht ist. Immer ein bisschen dabei rühren, das ist so meine Vorgehensweise. Das mache ich so lange, ja, bis der Wein halt komplett einreduziert ist. Ja, wenn ihr das immer in kleinen Schlucken macht, dann geht das auch relativ fix. Dann kriegt ihr eine richtig super dunkle Soße, die richtig kräftig schmeckt. Also es gibt nichts Besseres als eine gute Bratensoße. Und da braucht ihr keine Fertigpäckchen oder irgendeinen künstlichen Scheiß mit Geschmacksverstärkern und hast du nicht gesehen. Seht ihr, wie schön dunkel schon die Soße wird? Kommst du durch, bitte? Ja. Also das gibt eine richtig kräftige Soße. So liebe ich das, so muss das sein. Also jeder, der Soßen liebt, bin ich mir sicher, dem würde mein Gulasch auch schmecken. Also. Ja. Also Eigenlob stinkt ja normalerweise, ne? Aber ich sag mal, ja, man muss sich auch nicht man muss sein Licht auch nicht unter den Scheffel stellen. So. Ja. Was ich aber trotzdem dann noch ein bisschen ranmache, ist Wasser.
Weil ich will da ja eine gute Menge Soße haben. Und nur mit diesem Rotwein ist mir das zu wenig Soße. Also wie gesagt, ich mag viel Soße, Klöße müssen schwimmen. Und meine Eltern und meine Oma haben das schon immer gesagt, ein Hütz, der muss schwimmen, zweimal. Einmal auf dem Teller und einmal im Magen. Genau. Boah, wenn ihr das riechen könntet, ne? Wahnsinn. Ja. Das noch ein bisschen einreduzieren lassen. Wie gesagt, ich mache das mit der ganzen Flasche. Und ein Koch wäre kein Koch, wenn er nicht probieren würde. Ja, ist ein Trockner. Ja, Dornfelder, ne, wird ja viel gekauft. Ist ja jetzt kein so schlechter Wein. Es ist ein günstiger Wein. Ne? Aber ich sag mal so, ab 5, 6 Euro, sage ich mal, kriegst du heutzutage schon gute Weine, die man trinken kann. Ich bin jetzt nicht so der Weintrinker, ne? Aber hin und wieder mag ich doch ganz gerne einen Wein. Entweder ein Rosé oder ein Weißwein, weil nur Rotwein, da kriege ich einen anderen Tag, kriege ich meinen Kopf nicht mehr hoch. Ich kriege da so übel Kopfschmerzen und so brennen von. Weißwein geht immer noch, wenn es so ein lieblicher ist. Ne? Ich mag den gerne lieblich. Und ja, wie gesagt, so, jetzt kommt der Rest noch dran. Das wird noch eingekocht. Die Flasche wandert in den Müll. Ja, genau. Er hupt da rum da draußen. So, jetzt wird das noch ein bisschen einreduziert. Genau. Und dann kommt noch der Paprika ran. Und natürlich die Lorbeerblätter. Ganz wichtig, nicht vergessen. Ja. Da hat doch glatt die Aufnahme abgebrochen. So, ihr seht's. Falls das nicht mehr auf der Kamera drauf war, tut's mir leid. Also ich habe jetzt noch den Rest von dem Rotwein reingemacht. Noch ein bisschen Wasser. Und genau, jetzt zeige ich euch mal die Soße. Also ihr seht, das ist eine richtige, kräftige, dunkle Soße. Die hat schon gut Bums, aber da fehlt noch was. Da fehlt noch was. Ja. So. Bisschen Zucker noch, weil es schmeckt schon arg säuerlich noch. Ja, es ist durch den Rotwein, ne? Gibt es doch eine gute Säure. Und aber ja, so nochmal abschmecken. Oh ja. Ja, sehr lecker. Die hat richtig Power, die Soße. So, jetzt kommt das noch ran. Genau. Und dann würde ich sagen, man kann sogar noch ein bisschen Soße, ein bisschen Dings ran. So, kleines bisschen Wasser. Ja, und ich würde sagen, so passt das schon mal. Und dann kann das wohl sich hinköcheln. Also das braucht jetzt mindestens so, naja, ich würde mal grob schätzen, 1,5 bis 2 Stunden. Und dann ist es aber auch wirklich gut. Also dann ist das Fleisch wirklich butterweich. Müsste eigentlich butterweich sein. 1,5 bis 2 Stunden ist eine gute Zeit, denke ich. So, den Deckel.
Wo ist der Deckel? Wo ist der richtige Deckel? Da hinten. Nach hinten. So. Genau. So, dann kann das kochen. Wie gesagt, die Semmelbrösel, die röste ich später an. Das zeige ich euch jetzt nicht noch. Wartet mal, ich muss euch mal nach oben drehen. Na, so. Wie gesagt, das muss jetzt kochen. Ja, 2 Stunden braucht es schon, 1,5 bis 2 Stunden. Das muss ja weich sein und es muss ja auch noch sein, die Aromen müssen sich entfalten. Das muss sich alles untereinander verbinden, ne? muss einen guten, homogenen Geschmack geben und das braucht halt seine Zeit. Ne? So. Und wie ich die Semmelbrösel anröste, das zeige ich euch jetzt nicht noch. Das denke ich mal, wisst ihr, wie das funktioniert und wie man das macht und wie man das in die Hütz reinfüllt. Und ja, jetzt haben wir es 14:27 Uhr. Ja, da gibt es halt ein gutes Abendbrot heute, ne? Es fallen ja keine kleinen Kinder vom Tisch, wo pünktlich um 12 Uhr das Mittag auf dem Tisch stehen muss. Gut, das soll es auf jeden Fall gewesen sein für das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ist mal wieder ein längeres geworden, aber ja. Sorry, wenn zwischendurch mal ein kleines Stück fehlt. Die Kamera, die macht hier maximal, ich glaube, 20 Minuten, 30 Minuten am Stück eine Aufnahme und dann schaltet sie ab. Ja, gut, dann, wenn es euch gefallen hat, gerne Daumen nach oben da und abonnieren, kommentieren, liken und ja, bis zum nächsten Mal. Guten Hunger, bye bye, kocht's gerne nach, ne? Und schreibt mir unten in die Kommentare rein, was ihr von dem Essen haltet.